und den anwesenden Giddy, der ja nicht mitspielt. Apropos gefreiter Fackel Geiseltöter. Ja, ja. Oh, Alter, ich hab. Wer hat gesucht? Geisel gespielt. Ich. Na, können wir noch für Geisel finden. Ist einfach so. Das Spiel hasst mich. Seitdem ich dreimal die Geisel getötet habe. Zweimal war er nur verletzt. Im Rang. Ja. Das muss man dazu bemerken. Ja. Wow. Wow. Ihr seid sonst immer vorher verreckt. Ich war mal der Letzte. Aber wir haben nie die Geisel getötet. Ja, ich war am Death dafür noch. Apropos, na, wenn wir es jetzt mal besprechen, und die war der nichts gerissen, ja, hat. Die ist einfach nur umgefallen. Die hat nichts zu essen bekommen. Warum latschen wir so lang? Okay, jetzt ist es erledigt. Und das andere Mal hab ich die Füße von Benny gesehen und hab gedacht, das ist die Geisel und hab übel. Fucker, ich hab jetzt ein Problem, ne? Und hab die Geisel erschossen. Siehst du, was das für eine Map ist? Warum? Na, du weißt ja, welchen Charakter ich spielen muss, welche Charaktere. Also hab ich also schon mal bei Dings hab ich keine Auswahl. Ich nehm doch Glatz oder so. Ja, ich muss Glatz nehmen. Denkst du, dass ich das Fuse nehmen kann? Es kostet mich sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit? Als Bandit oder Jäger würde ich nie Dropper verstärken gehen, weil du so viel im Raum mit deiner Fähigkeit platzieren musst. Plus Wände safen, als Kavera muss ich nur die Wände setzen und kannst gehen. Achso, apropos. Brauchen noch eine Wand irgendwo? Kapkan muss auch viel laufen. Ja, Kapkan muss viel laufen. Oh, Twitch, Alter. Kann jemand mit Twitter schießen? Jetzt! Kann jemand dieses? Ja, ist weg. Ich werf Klinze 4 danach. Hab schon mal gemacht. Es ist weg. Ja, machen viele. Ich werde doch Kontakt anhalten. Ich bin Bock mehr auf das Ding. Es ist einfach so ein Nullskill-Charakter, Twitch. Fährst mit deiner ekligen Drohne rum, während deine Mates da reingehen, und dann am Ende kommst du angekrochen mit deiner 30.000 OP-Waffe und freust dich an. Ich hasse, ey. Tschüss, Jo. Ey, bitte, ich hab ihn nicht gesehen. Wie konnte er mich sehen? Ich hoffe, mich sieht er, ne? Wo? Wo denn? Der war in diesem Raum, wo Markiert. Der gegenüber war. Der gegenüber von unserem Raum ist. Denkst du, dass ich hier bin? Ich muss nachladen. Jetzt komm, da geh ich kotzen. Ja. Nee, ich bin noch bei dir. Nicht dein Ernst! Er war nicht mehr da! Alles klar. Das ist derselbe, der dich gekillt hat, ne, Job? Warte mal. Ja, ne, ja, safe. Mich hat. Ja, da, der hat mich. Nö, der wird es gemeldet. Ja, der Fetcher, ja, der hat mich gemeldet. Der sieht mich nicht. Also, der kommt noch raus. Ich bin auch gestorben durch den Fetcher. Der hat mich instant gedrückt. Hier, da liege ich. Tschüss. Hinter dir. Tot. Er hat jeden gekillt. Mission gescheitert. Ich sehe das nicht ein, der Typ ist der Heck doch safe. Ach, zufällig. Ach, no scope, ja, okay. Es geht wieder gut los, Alter. Erster Feindkontakt, bin ich wieder instant. Die Pistole war früher viel stärker, habe ich das Gefühl. Entweder treffe ich nicht mehr oder die war einfach viel geiler. Ich schieß mindestens zu 3-4 Kugeln und sonst waren die Leute immer nach 2-3 Kugeln dauert. Und jetzt hat er nicht mal. Hat er noch 3/4 Leben? Ich verstehe das nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Sind die Türrahmen eigentlich. Kann man eigentlich durch die Türrahmen durchschießen oder nicht? Welche Türrahmen? Na, wenn du so in hier, da gibt es ja diese Holztürrahmen, kann man da durchschießen oder nicht? Ich glaube nicht. Da ist ja noch Wand, das ist ja meistens noch Verkleidung. Wir sind noch die Runde davor, die nicht geklappt hat. Da war dieser Pappbehälter, wo wir irgendwas drin waren, ich konnte nicht durchschießen. Ja, aber die können das dann.
der Typ hat mich einfach kurz gesehen und dann durch den Türrahmen mich gekillt. Genauso der, der hat mich kurz gesehen, dann kam er raus, Headshot. Obwohl ich mich nochmal zu ihm gesehen hat. Also ich kann da nie durchschießen. Ich ohne. Ja, ich ohne. Ich versuch das so nie. Weil ich weiß, bei mir klappt das eh nicht. Soll ich hochgehen mit. Also wenn ich so kurz aim, so ganz kurz, kurz ab aim, treffe ich den Türrahmen und da geht nichts durch. Und dann wissen die, wo ich bin, bin ich noch 5 Sekunden. Warum markierst du nicht, danke? So, die haben den geilen Raum, wo du dich da hinter der Geise versteckt hast. Sag dir schon mal Krebs, ey. Wer schießt denn da bitte? Alter, ich hab mich gerade übelst aufgeregt. Ey, ich hab mich gerade übelst aufgeregt. Schießt dich da in ein Loch, glaube ich. Ich hab mich gerade übelst aufgeregt, dass der Chakal-Typ mit Schrotflinte spielt. Da ist mir aufgefallen. Ich hab ausgesehen Chakal. Ich hab ausgesehen die Schrot genommen. Ich geh jetzt so und gucke um das Fett. Unten Dings ist offen. Ist mir zu dumm. Also auf jeden Fall macht keiner die Taktik. Unten ist jemand. Der war's irgendwo oben. Unten so einer. Ich geh so ans Fenster, ans Groß und guck mal rein, weil ich hab ja Clash. Du kannst doch von oben rein, ey. Genau, nee, das wollte ich gerade machen. Geh mal ganz hoch. Jo, geh mal ganz hoch. Du, da kannst du vom Dachfenster rein, ey. Das ist vom Blackbeard aus nicht schlecht. Und definitiv bei dem Fenster nicht ab sein, weil du kommst von hier aus, wo ich gerade drauf gehe, kommst du auf den Rand. Da ist einer. Von hier aus kommst du auf den Rand. Ja, ich weiß schon. Ich kann mal drohen. Da war einer. Wenn meine Drohne noch da wäre. Ja, aber viel kann ich hier auch nicht machen. Was mit dem Türrahmen funktioniert, ich könnte doch mal von hier scannen, Mann. Geht nicht mehr. Da drüben war einer. Kann nicht mehr von hier scannen. Noch einen. Da ist er noch. Ach so. Er schießt mir von unten Headshot. Na und da drin. Hinter dahinter. Der war hinter dem Schreibtisch. Komm her, du Fick. Er sieht mich natürlich eher und drückt natürlich Headshot, ne? Also pff. Ich geh jetzt da rein. Sprengladung ist angebracht. Du hast nicht mehr lange. Ich spreche. Das klappt eh nicht, du wirst instant tot sein. Ja. Jetzt bist du Dings, jetzt siehst du eh nichts mehr. Also ob du versuchst mit getamed gegen den das ab. Da waren zwei und ich war voll. Könnt ihr jetzt eigentlich irgendwann mal was machen oder voll so? Echo. Das ist Kavera und Bandit, ich war voll Echo. Ach, rat mal, wer der Bandit war. Der Deadshot. Ach so, er hat jetzt bis jetzt alle Kills gemacht. Ich habe, wie gesagt, gemeldet. Das ist meine Nee. Ganz ehrlich, nö. Links waren die, ne? Also, wenn du reingehst, links. Okay. Ah, es war mal nicht links. Kommt unten raus, ja, Kavera kommt unten raus, gerade. Das finde ich so dämlich einfach. Du wirst nie angezeigt. Ja, wow, mach erst mal. Alter, ist der krass. Digga. Können die Deppen jetzt was machen? Das sind die typischen Mädchen, die keinen Plan, was sie machen sollen. Die laufen jetzt von der einen Dachöffnung zur anderen Dachöffnung. Die haben keinen Plan, was sie machen sollen. Das haben wir als Mädels. Ich hatte vor uns einen Teamkameraden, der hat Termite mit Schrot. Alter, Bug, geh doch bei der Luke rein, zück deine scheiß Schrotze und rein da. Meine Fresse. Ja, muss ganz unauffällig ein Fenster aufmachen. Wow. Unauffällig. Ja, dann die Schrot nach und geh rein. Feind lokalisiert. Zweiter Schuss. Und jetzt markiere wow, ich nochmal. Das bringt so viel, kündige dich noch an, du Hell. Nice. 15 Sekunden übrig. Oh, was für ein Dippen, Alter. Es bleiben noch 10 Sekunden. Alter, ja, häng schon ans Fenster. Einer bleibt der Operator vom eigenen Trupp. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ganz ehrlich, solche Spack brauchen wir nicht. Wow. Du bist so ein Held. Es wird nichts bringen wahrscheinlich. Und die erste Level 205, das kannst du mir nicht erzählen. Erster Mate weg. Nice, und da liegen die wieder kommen. So, komm, YOLO. Großen Duo. Genau.
Rohrkeller XX ist jetzt drin. Also die ist jetzt auf einer russischen Map wird ein russischer Operator bezogen. Genau so. So läuft das. Du hast das Prinzip verstanden. Ich werde nicht grün, wenn ich ins Gesicht. Man sieht schon wieder in der vorigen Runde, die ich geklappt hat, stand ich 002. Jetzt stehe ich wieder 002. Wie siehst du, kannst du nicht für mich Kamera, bin so schlecht geworden. Hier ist der Polkeller, schafft er nicht mal eine ordentliche Leitung zu haben. Ich meine, meine Leitung ist voll im Arsch und trotzdem hat er eine schlechtere. Naja, das ist halt, der ist halt, nennt sich halt Pro-Killer, weil er viele Kills macht, weil er einen scheiß Ping hat. Stimmt. Die Ruckelfotze kann man auch nennen. Ich gehe hoch, ich mache oben mal eine. Ja genau, bitte machen Sie einen Tropfen. Ich lege irgendwo ich Zeug hin. Ich bräuchte hinten mal noch eine Wand, weil die Drohnen backen sich durch die Welt. Hier hinten noch eine Wand bei mir. Wird gemacht. Ich brauche hier jemand den Kamin zu. Ach, der hat schon, eine Lupe. Macht er gerade Lupe? Ja, der hat Lupe gemacht. Ich hätte noch eine Wand. Kamin, sonst mache ich den jetzt. Nein. Was ist ein Kamin? Das mit dem Kamin funktioniert. Ach so, man kann ihn ja schräg hinstellen. Stimmt. Okay, so kommen wir nicht durch, gut zu wissen. Als ob der schon wieder Catcher geworfen hat, ne? Bitte verpissen Sie sich, Bandit. Dankeschön. Hauptsache ich kann mein Tashanga-Geschütz ja nicht hinstellen, oder? Hauptsache ich muss. Die Schildtaktik von Fight und so bin ich immer nicht. Komm, ganz ehrlich. Die sind alle neben mir, ne? Übrigens macht das Schild wieder weg, ich brauch das. C4. Oh! Als ob! Boah, Wichser, Alter. Das waren nicht alle, oder? Hast du Chakal da drüben? Nein, das war Kapitao, den ich geholt habe. Fick dich, du Dreckskind, Alter. Das war Thatcher. Das war Thatcher. Ich hab den Thatcher-Typ weg. Ganz ehrlich, fick dich doch. Ich seh sie nicht. Verdammt. Rein. Nur noch ein Gegner übrig. Gut gemacht. Guck dir den Kill an. Als ob der das nicht gecheckt hat. Das liebe ich an Calvera mit den. Lol. Mit was der, ich? Dass du dir die deine eigenen Löcher mit den Kontaktgranaten machen kannst. Deswegen spiele ich lieber. Spiele ich auch Dings so gern. Geld so gern, weil ich die Waffe mag und. Der Kontaktgranatenhook ist mir da zu langsam, das bringt nichts. Die Kontaktgranatenhooks finde ich sinnlos. Ich spiele Rook auch immer. Ist so mal schön, aber. Schön. Nee, dann, wenn es gibt, die nehme ich da schon mit, aber sonst finde ich. Es gibt allerdings auf Herford Base unten einen richtig geilen Rook-Spot mit Kontaktgranaten. Da kannst du unten an so einem Gestell, wo. Also unten im Keller kannst du da so. Die Kontaktgranate hinwerfen und dann verschiebt es da so Holzbretter und da ist so einen ganz schmalen Spalt, um durchzugucken auf die Treppe. Hier gibt es irgendwo einen Spot, den die am eigenen Leib erfahren müsste. Ich kannte den zwar schon, aber ich bin da nie reingekommen. Wenn ich da mal drin war, kamen die von da nicht. Also. Und der Clubber-Spot hat bei mir auch nur einmal geklappt. Die sind wieder ganz die sind oben, wieder da oben. Raum. Warum bekommen die so einen einfachen Raum? Na gut, Eisenbahn weiß ich schlechteste, aber da oben ist wirklich einfachste. Es ist einfach das Einfachste, kannst man sehen, was du willst. Die können sich da, die können theoretisch den Raum zumachen. Von oben und von unten angreifen. Die können theoretisch den Raum zumachen und können sich noch die Geißel legen. Ende.
Ich weiß. Das ist so richtig geil, wenn du dann noch zwei Schilder reinpackst, Kessel davor, Fuse Cage rein, bist du dann so gut wie safe. Wenn da kommt da einer raus und ich bin tot. Ich werde mich jetzt garantiert nicht nochmal an dieses Scheißfenster hin. Ich auch nicht. Ne, da an der Seite ist, finde ich, Gift. Ich will nicht nochmal da hochgehen. Oh. Das obere Fenster hat mir bloß einen Headshot beschert. Hi, Fucker. Also hockt jetzt mit einem hier drin. Wo, oben am Fenster, was? Hatte ich trotzdem. Ich guck einmal dort und krieg Instant Headshot von Wendel, ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Wir haben ja auch, wir hatten schon wieder gedrückt, ohne dass ich ihn sehe. Ach komm. Was ist das denn da? Da, Kapkan, Kapkan. Das war eh zu spät, du warst eh schon da. Rechts. Flanken wir rechts. Wendel ist da, Kenny. Montagne, du kannst Montagne mithelfen, aber du musst Kapkan mitmachen. Oder du gehst außen rum. Ich habe immer das Gefühl, dass rechts von jemand kommt. Warte, ich geh rechts. Ja, lass dich vor und du gehst hinterher. Alles klar! Geh mal weiter vor an deiner Seite. Die können von da links ist auf jeden Fall einer. Links. Da ist der Laserpointer. Ich bin geeckt. Ich werde es nicht überleben. Alter, dieser Typ, Mann. Was soll mal jetzt passieren? Ich bin so tot. Geh dann in den Raum da links rein, den kleinen. Pass auf, da wird es reingehen. Schaut die Mira. Ich hab einen Trick, wie du das Mira-Fenster hast. Du noch eine Drohne? Wenn du eine Drohne hast, stell dich vor das Mira-Fenster, mach deine Drohne an und dann tu so, als ob du drohnst. Und tust deine Drohne so, dass du hörst und auf das Fenster guckst. Und dann machen die meistens Fenster auf und dann kannst du durch. Ey. Oh. Ich meine, du bist fast tot. Da gewinnst du das Bild halt, hinter dir. Achso, der ist tot. Der Echo war hinter dem Fenster, wo du gerade warst. Dahin bin da war Echo. Ich glaube, die sind beide im Raum. Wollen wir ein Glück fordern? Oh, mach mir. Oh, Scheiße. Mach doch die Drohne weg. Ich will doch nicht, wo die jetzt? Irgendwann hätte. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ja, ich ja, das ist sinnlos, die sieht sich hinter dem Fenster, das kannst du vergessen. Über dir ist die Drohne. Hä? Eigener Druck neutralisiert. Alles klar, ja, klar. Achso. Die bekommen so einen geilen Spot für Mira und wir bekommen nur Scheiße, das ist schon wieder so mal. Ist das wirklich? Der erste ist mir nicht komplett normal, glaube nicht, dass er normal spielt. Ja, trotzdem muss ich sagen, Ende die Folge, Rainbow Six Siege. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.